Spieltempo ist auch auf episch gestellt, also es schreitet sehr langsam voran, damit wir auch viel und lange Spaß dran haben. Und auch viel zeigen können dementsprechend. Finde ich eigentlich auch gut, weil ich habe halt noch so gute Erinnerungen ans erste, ans klassische Civilization. Und da war es ja eigentlich auch immer recht langsam, also da kann sich eine ganze Spielrunde, je nachdem wie weit man es zieht, ob man gleich in Konflikt geht oder nicht, kann sich sehr lange hinziehen. Also ich habe es gemocht, wirklich die schwächeren Zivilisationen erst auszumerzen und mit der mächtigsten so verbündet zu sein. Ja, ist ein bisschen... Ja, kann man sich drüber streiten, ob man den Spielstil mag, aber so habe ich es bei Civ 1 immer gemacht. Und dann habe ich am Ende so quasi den Vernichtungskrieg gern gemacht, also die letzten zwei Überlebenden, also ich und ein Computergegner und dann Fatz. So ist das. Und manchmal gewinnt man, manchmal verliert man. Und oft liegt es irgendwo zwischendrin. Was ich gar nicht leiden konnte, wenn die Städte statt eingenommen total zerstört wurden. Das war immer schrecklich. Weil da ist ja alles weg, was man sich so mühsam aufgebaut hat. Müsste ich auch hier unten rum können? Ja, wenn da kein Berg hinten dran ist, schon, ne? Und wir werden immer so zweistündige Sitzungen machen und dann die Folgen auf etwa 20 Minuten schneiden. Werdet ihr ja aber auch sehen. Ich meine, das ist so eigentlich die übliche Zeit, die ich anpeile. Und das machen wohl viele meiner Kollegen hier auch. Ja, doch, das sieht aus, als könnte ich mich da gerade so durchdrücken. Ich hoffe, dass da noch ein bisschen Land ist, weil das hier, das... Ich weiß nicht, es macht mir Angst. Was hier in Civilization 5 schon anders ist wie früher, man kann sich wohl kein 100% eigenes Volk erstellen und die Stadtnamen sind auch vorgegeben. Weil ich mache das in solchen Spielen ziemlich gern, dass ich mir einfach ein eigenes Volk mit eigenen Vor- und Nachteilen irgendwie kreiere. Habe ich auch zum Beispiel bei Master of Orion 2 gern gemacht, auch eins meiner Lieblingsspiele, was Strategie angeht. Aber ich glaube, auf Fair habe ich es noch nie richtig gewonnen gegen den Computer. Ich weiß nicht, aber war auch ein schönes Spiel für Multiplayer. Na, mit den Allianzen, da konnte man ja auch gewinnen, ohne dass man alles vernichten muss. Ja, doch, so habe ich schon gewonnen, auf ehrlich, ja, aber so richtig, totale Vernichtung bei Master of Orion 2. Also da war immer ein Computergegner, der so ultra gerüstet war, einfach so eine kriegerische Spezies. Oh, ich habe vergessen, nächste Runde zu klicken. Scheiße, sorry Leute. ja, der hat mir dann in den Arsch getreten. Ich sollte nicht von Master of Orion quatschen, ich sollte mich aufs Spiel so ein bisschen konzentrieren, ne? So. Nächste Runde, ja, wie gehabt. Solange ich es wenigstens nicht wieder verpeile, auf den Knopf zu drücken, ist alles in Ordnung. Ja, wenn ich Silber schon mal habe, was kann ich damit machen? Handelswaren, weil Silberrüstungen hätte ich jetzt so noch nie gehört. Aber besser man hat's, als man hat es nicht. Eisen wäre natürlich geil oder Gold. So, Warten auf Spieler. Ah ja, okay. Ja, ich kann mich dran vorbeidrücken. Super. Und wir finden... Bitte eine Ruine. Oh, eine Sackgasse. Oder über einen Hügel kann ich drüber klettern, ne? Gut, dann ist es doch keine Sackgasse. Vielleicht geht es meinen Kollegen ja auch so, dass sie vergessen, auf OK zu drücken. Irgendwann werden wir das erfahren. Interessiert mich jetzt aber echt mal, wie lange das dauert, bis zum Beispiel der Erste mit dem Panzer rumfährt. Könnte ja wirklich lange dauern. Ja, und ich habe mich hier schön wohnlich eingerichtet, sozusagen. Oh, ich sollte mich nicht vom Mikro wegdrehen. Ich habe mir eine Cola nebendran gestellt und Erdnussberge zum Naschen, falls ich Hunger kriege. Bevor die Frage auftaucht, Erdnussberge, das ist eigentlich ein Klumpen Erdnüsse eingehüllt in Schokolade. Also wenn man Erdnüsse mag und Schokolade, ergänzt sich das doch recht gut. So, und nu?
Rechnet der Computer? Okay. Ja? Rutsch? Los, mach. Okay. Hier ist noch mehr Hügel. Ja. Habe ich fast damit gerechnet, irgendwie. Was habe ich davon, dass ich als Schweden anfange? Dann ist hier so kühl. Naja, wäre ich Norwegen, hätte ich wahrscheinlich auch direkt schon Trolle hier rumrennen. Apropos, ich finde das hier mit Schweden auch richtig toll, dass die als Spezialeinheit die Karoliner haben. Also Schweden ist ja auch ein Land, das hat wirklich, wirklich viel Geschichte. Und viel interessantes Sagen und so weiter auch. Und da mich interessiert hat, habe ich da das ein oder andere schon mal gelesen. Oder auch Musik gehört, in der Schweden thematisiert wird. Und da soll mal einer sagen, dieser Krach, der macht dich nur aggressiv und dumm. Blödsinn. Und dann habe ich Naturfotos von dort gesehen, was es da für schöne Wälder gibt. Klar, bei uns gibt's auch schöne Wälder. Ich wohne auch ziemlich nah an einem. War vor allem früher ein beliebtes Ausflugsziel an Wochenenden. Was? Wer mäht hier? Was auf jeden Fall meinen Wald von dem schwedischen Wald unterscheidet, ist, hier trifft man eigentlich keine Elche. Jetzt rechnet er wieder. Puh. Muss das Wetter so schwül sein? Weil mit so einem Headset auf, das ist irgendwie nicht ultra bequem. Ja, laufe ich da einen Bogen und versuche dann nach rechts raus nochmal zu gehen. Vielleicht ist da ja noch was Schönes. Weil hier mit den ganzen Schafen, da komme ich mir ja noch vor wie Neuseeland oder so, ne? Oder Australien. Aber in Australien haben ja auch die Spinnen Mana-Balken. Oh je. Und ein legendärer Drop bei denen ist dann nur, wenn sie sich in dein Gesicht fallen lassen, so flotsch. Schicken sie mich überall hin, aber nicht mehr nach Australien. Da gibt's Spinnen, die Vögel fressen. Strategische Ansicht. Ach, ha. Ganz klassisch, toll. Also das kitzelt jetzt meine erogenen Retro-Zonen. Sowas muss ich ja haben, weil ich so gern alte Spiele spiele. Zeigt Eisen auf der Karte, oh. Dann konnten wir das noch gar nicht sehen, oder wie? Es wäre ja schön, wenn wir hier in der Nähe noch hätten. Warten auf Spieler. Nein, tust du nicht. Wir warten auf den Computer. Die Barberpapas ziehen. So. Schwupp. Gleich ist wenigstens der Siedler da, der Erste. Beziehungsweise der Zweite. Einen hatten wir ja am Start. Wenn sie doch nur schneller gebären würden. Wir sollten ihnen, keine Ahnung, ein Babykopfgeld bezahlen. Genau. Kennt ja jeder noch die original schwedischen Kampfpoppers. Jävla för segern. Dricka föran to släppa till. Also kopulieren für den Sieg und saufen, bis wir umfallen. Okay, diesmal habe ich schon drauf gedrückt. Ich wollte mich gerade nochmal vergewissern. Also, liebe Bürger, ihr wisst ja, was das heißt. Klatsch, klatsch, ne? Aber ich frage mich echt, was so um meine Insel herum noch so an Landmasse existiert. Weil ich hoffe ja doch, dass ich noch ein bisschen fruchtbaren Boden finde. Fruchtbar, liebes Spiel, nicht furchtbar. Warum verändert sich hier die Reihenfolge? Die hat sich doch verändert, oder? Nach Ping sortiert? Das würde hinkommen, ne? Dabei habe ich doch nur eine 25.000er Leitung. Aber mit 5.000er Upstream, ne? Ich meine, ohne 5000er Upstream ist es auch scheiße, wenn man einen YouTube-Channel hat und mehrere Videos am Tag hochladen will. Wenn die halbwegs gut gerendert sind. Also mit einer gescheiten Bitrate und alles. Wobei halbwegs gut auch immer relativ ist. Ich bin mir sicher, man kann hier und da noch einiges verbessern, aber im Moment ist der größte Bremsklotz, was die YouTube-Videoqualität angeht, eben YouTube, würde ich sagen, weil die halt viel runterrechnen. Da kann man hoffen, dass vielleicht ein paar bessere Codecs irgendwann mal kommen oder halt noch mehr Datenverkehr durch unsere Infrastruktur möglich wird. Dass man auch in besserer Qualität anzeigen und streamen kann. Ach du Kacke. Also ich würde sagen, das ist kein guter Start für mich, aber vielleicht geht's ja meinen Kollegen genauso. Es verunsichert mich nur, wenn die alle ein bisschen... immer so ein bisschen länger für so eine Runde brauchen, ob die schon so viel da stehen haben. Oder ob die Glück hatten, einfach zum Beispiel gleich einen zusätzlichen Siedler gefunden hatten oder so. So, jetzt müsste es doch gleich weitergehen.
Stockholm wächst nicht weiter und bleibt bei Größe 2. Warum? Bin ich noch nicht fortschrittlich genug, oder was? Ich habe doch gesagt, Jävla versägern! Oder muss ich für den Wachstum dann noch Kornkammern bauen oder sowas? Oder mehr Städte, wer weiß. Da merkt ihr es, ich bin noch ein Noob in dem Spiel. Vielleicht kann ich auch auf eine Politik wechseln, die mehr auf Wachstum ausgelegt ist. Aber da will ich ja hin. Zumindest für den Anfang. So entspannt mit den Vögelchen im Hintergrund. Jetzt hat der zweite ein Pantheon. Wird Zeit, dass ich sowas auch mal kriege. Aber ich forsche ja erstmal in eine andere Richtung, wie ihr ja seht. Wir trennen Staat und Religion. Wir machen nicht den gleichen Fehler, den viele heutzutage noch machen. Schweden ist halt auch schon immer progressiv gewesen. Manchmal vielleicht zu progressiv. Baba Papa? So. Einheit hat Befehle bekommen. Gleich zieht sie. Ja. Wenn dann der erste Siedler mal rausgeschissen ist aus Stockholm, dann geht's vielleicht ein bisschen schneller bergauf. Ich hoffe es doch. Dann hier hatte ich doch Fischlein. Genau, ah, die fischen sie scheinbar schon. Wird bestimmt später noch ergiebiger. Ach nee, brauchen wir Segeln erstmal. Die können nicht angeln, oder wie? Ich habe den Sachsen das Angeln beigebracht. Seitdem heißen sie Angelsachsen. Komm, die Schweden sollten doch von Anfang an angeln können. Oder so Speerfischen oder sowas. Und hätte ich Russland gewählt, dann würden sie die Fische aus dem Eissee fangen mit den Händen. Nein, ich bin echt mal gespannt, wie sehr es auf die Schnauze gibt. Also es muss ja auf die Schnauze geben, irgendwann. Weil ja halt völlige Vernichtung so angestrebt ist in dieser Spielrunde. Ja, und wenn wir Friedensverträge schließen, sollen die laut Hausregeln 100 Spielrunden halt andauern. Ansonsten gibt's einen dritten Arsch. Also wirklich nicht angreifen oder irgendwie behindern oder sonst wie. Ich meine, gerade am Anfang, 100 Runden ist ja nichts, da ist ja jeder noch einmal forschen und so. Schöne Startposition, schreibt China, okay. Ah, Politik einführen, sehr schön. Produktion jeder Stadt plus 5, das ist doch schon mal gut für den Anfang. Schon mal sehr gut. So. Ach, gleich ist die Bronzeverarbeitung auch fertig. Dann sind wir auch schon mal ein Schrittchen weiter wieder. 75 Gold, das reicht noch nicht mal, um eine Kampfeinheit zu modernisieren. Ja, da sage ich später auch noch was dazu, wenn wir so weit sind. Oder ich kann es eigentlich gleich machen. Man kann jetzt in Civ 5, vielleicht konnte man es in den vorigen Teilen auch schon machen, aber für mich ist es halt neu. Kann man Einheiten modernisieren für 100 Goldstücke, dann werden sie zu einer aktuellen Einheit aufgerüstet. Und man muss sie somit nicht opfern oder weglöschen oder sonst wie. So wie es früher bei Civ 1 und so oft war. Gut, ja. Ich bin fertig. Naja, mal gucken, wie lange es im Spiel dauert, bis ich fertig bin. Es wäre wirklich schade, wenn ich hier gleich zu Anfang den Abkacker machen würde, aber irgendeiner muss es ja sein. Und ich bin halt einer von den Noobs hier. Erst 3 Stunden C5 gespielt. Und dafür bekannt mit den alten Teilen. Muss ja was wert sein. Guck mal, da stehen sie, die Lümmelmänner, und fragen sich, was sie hier machen. Poppen für den Sieg! Also los! Warum geht mir dieser beschissene Jingle eigentlich nicht aus dem Kopf? Es ist schlimm, wenn die Werbung funktioniert. Ja, zum Glück haben wir wenigstens dieses im Wald rumlaufende Schnitzel hier. Obwohl, daraus sollte man eher ein Steak machen, ne? So ein richtig gutes. Ein paar Knödeln dazu, ein bisschen Kraut. Jetzt guckt mich nicht so anklagend an, ihr Nahrungsmittel. Schaut, da zoome ich einfach weg. Ihr werdet Medium gebraten, wie es dem König beliebt. Ja, also Steak Medium ist für mich eigentlich Nonplusultra. Ich habe schon mal Medium Rare gegessen und auch ganz durch. Das kommt einfach nicht dran. Und Rare, naja, wenn man drauf steht, also war nicht ganz mein Fall.
Schrein, Kornspeicher. Oh, ich glaube, da mache ich mal Keramik jetzt, ja. Puh, ich hoffe, da hinten geht's noch ein bisschen weiter. Ah, gleich kommt auch der Siedler. Ja, ich glaube, dann werde ich mich da unten so hinpflanzen. Ist da irgendwie... naja, ich weiß nicht genau. Ja, ich glaube auf jeden Fall, Neber ist wild. Hier so, so am Fluss und so, dann haben wir zumindest gut Nahrung. Das könnte für das Wachstum wirklich nützlich sein. Vielleicht krümmt ihr euch jetzt aber vom Bildschirm auch vor Lachen, weil ich es total falsch mache. Aber dann lachen wir gemeinsam, ne? Auf drei. Eins, zwei. OSLP, du bist so eine Gurke. Ey, komm, es reicht. Manche Leute müssen es eben doch immer übertreiben. Los, Rechenknecht, rege dich. Schon 35 Minuten gespielt und keiner kommt voran. Ja, das passt irgendwie. Ich hoffe, bei den anderen ist es auch so. Okay. Der erste Siedler ist gebaut, Monument. Ich könnte aber gleich mal... Ja, ich mach mal noch einen Speer, damit ich mal ein bisschen durch die Gegend noch ziehen kann. So, und der Siedler... Ja, in ungefähr da, wo ich bauen wollte, schlägt er es mir auch vor. Let's play Civilization on the Internet, baby. Turn-based strategy, you have to play, not just maybe. Beware if you move bad, your anus will be had. So go and win or this game will leave you sad. Toll, klasse, bitte keine Zugaben mehr. Glauben, ja, Glauben haben wir noch gar nicht, weil keine, ja, weil halt keine Religion da ist, ne? Noch nicht. Wird noch kommen. Obwohl, nach Schweden? Hm. Ich tendiere ja zum fliegenden Spaghetti-Monsterismus. Ne, das nennt man ja Pastafarianismus. Meine Leute kriegen dann alle Nudelsieb auf den Kopf, aber so nicht zu großlöcherig, ne? Damit man auch die feine Nudel sieben kann. Boah, ich weiß noch, das erste Mal Makaroni essen. Es gibt Nudeln mit so großen Löchern. Boah, und dann die Tomatensauce mit eingesaugt, ja. So, jetzt erlauben wir uns mal ein kleines Schätzchen. Mal gucken, ob jemand verunsichert wird oder den Schatz mitmacht. Ja, ich weiß, anderes Spiel. Dahin, immer noch. Na, noch keine neue Reaktion. China ist scheinbar nur verunsichert, die anderen haben noch nicht reagiert. Oder denken sich, ja, ja, Laberduma. Ich meine, der China Brother, der weiß ja schon ein bisschen, wie ich so ticke. Oh, scheiße, Shinji hat schon Tesla-Türme. Mist! Mist! Dann bringt mir der ja gar nicht, außer ich kann irgendwie die Kraftwerke durch Ölfässer in die Luft jagen. Na, ich glaube, da muss ich jetzt eh erstmal das wissenschaftliche Institut bauen. Ach komm, nee. Wenn ich jetzt wieder mit Smileys anfange, dann kommen wir hier nicht voran. Ah, also es geht doch ein gutes Stück hier weiter, so wie es aussieht. Yikes! Oh nein, greift mich nicht an. Ich glaube nicht, dass ich gegen die eine Chance habe im Moment. Banger der Drecksbagage da. Unbedeutende Niederlage. Jede Niederlage ist bedeutend. Verdammte Scheiße. Wir sollten die benutzten Windeln unserer Neuschweden zum Bombardieren nutzen. Ja, ich habe Kautabak. Ich wollte es einfach nur mal probieren. Ist aber wirklich nicht so gut, als dass ich es oft machen würde. Also da muss man Lust drauf haben. Und ihr wisst ja, verantwortungsvoll genießen. Kondome schützen. Kein benutztes Fixbesteck benutzen. Oder am besten gar nicht. Jetzt habe ich wieder die Runde verpennt. So. Nein, nicht ganz, nicht ganz. Scheiß Barbaren. Ihr seid am Zug, ich weiß. So,
So, dann können wir gleich die Stadt gründen. Los, bewegt euch. Super. Ha! Endscreen! So, auch diesmal wieder eine sehr gemütliche Runde. Immer noch nicht viel passiert. Ich habe leider wieder ein paar Barbaren getroffen. Zum einen heißt es natürlich, dass es da ein Lager gibt, das ich ausräumen kann. Aber das Problem ist meine militärische Stärke. Ja, ich kann da halt noch nicht so viel Präsenz zeigen, weil ich halt die Leute noch nicht habe. Ich hoffe, meine schwedischen Gebärmaschinen, die legen mal richtig los, ne? Damit wir uns überall hin verteilen können, dass es gerade so rausspotzt. Das ist mein Traum. Eine Welt voller Schweden. Yo, ich hoffe, es hat euch trotz fehlender Action hier jetzt wieder gefallen und ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Wenn es euch ganz toll gefallen hat, gerne einen Daumen hoch geben oder einen Kommentar. Auch wenn es euch nicht gefallen hat, könnt ihr gerne einen Kommentar da lassen und mir erklären, warum. Wenn ihr viele, viele Böcke drauf habt, könnt ihr auch gerne auf Abonnieren klicken. Das freut mich mit am meisten. Also dann, macht's mal gut. Bis bald.